Grüß Gott, liebe Zuschauer. Gewiss werden auch Sie von funkelnden Edelsteinen genauso fasziniert wie schon unsere Vorfahren vor Jahrtausenden. Viele Edelsteine, vor allem die Halbedelsteine, sind gar nicht so selten. Und das Sammeln von Mineralien, also auch von Halbedelsteinen, ist deshalb ein beliebtes und weit verbreitetes Hobby. Ihren Wert erhalten die Edelsteine ja erst durch die mehr oder weniger kunstvolle Bearbeitung und damit steigt natürlich auch der Preis. Wenn Sie Freude am Sammeln haben, Talent zum Basteln und für wenig Geld zu schönen Steinen kommen wollen, dann folgen Sie uns ins Hobbythek-Studio zu Holger Meifort und Wolfgang Back und lernen Sie, Mineralien und Halbedelsteine zu erkennen und zu bearbeiten. Zuvor noch eins, in der Sendung wird auf eine Bastelanleitung mit wichtigen Tipps und Informationen verwiesen. Dieses Heft ist leider nicht mehr lieferbar, aber ein Nachdruck befindet sich im Hobbythek-Buch Nummer 2, das Sie im Buchhandel kaufen können. Und nun zu Wolfgang Back und Holger Meifort ins Studio des WDR. So, was sich hier drin befindet, Wolfgang, da sind wir, glaube ich, mit recht stolz drauf. Ja. In dreiwöchiger Arbeit haben wir diese Schmucksteine selbst bearbeitet. Und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, meine Damen und Herren, glaube ich, kann man sich schon für Steine begeistern. Sie sehen, dass sich die Steine in der Form, aber vor allen Dingen auch in den Farben unterscheiden. Und das Interessante daran sind manchmal die verschiedenartigen Maserungen. Schauen Sie sich doch diesen Stein einmal etwas genauer an. Ich finde es einfach schön. Nun, das ist kein wertvoller Stein vom Preis her, ein Feldwald- und Wiesenstein. Aber man kann sicherlich nicht abstreiten, dass sein farbiges Eigenleben doch reizvoll ist. Solche Steine zum Beispiel können Sie überall finden, am Flussufer oder wenn Sie im Urlaub an der See sind oder auch bei genauerem Hinschauen am Wegesrand, wenn Sie spazieren gehen und auf den Feldern. Ja, und Sie haben gesehen, dass selbst in unserer kleinen Kollektion hier auf dem Tisch schon eine Menge verschiedenartiger Typen vorhanden sind. Und wie kommt diese Vielfalt eigentlich zustande? Und dazu wollen wir einen ganz kleinen geologischen Ausflug machen, aber keine Angst, es wird keine Schulstunde, nicht allzu viel graue Theorie, Holger. Nee, wir bleiben dabei, wir machen Hobbythek und keinen Schulunterricht. Schauen wir uns doch einmal Mutter Erde im Inneren an. Und dazu kann uns dieser Modellglobus wertvolle Hilfe leisten. Die Erde ist im Inneren folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier den inneren Kern. Er ist fest. Man vermutet, dass er aus Nickel und Eisen besteht. Und darüber schließt sich an der äußere Kern. Temperaturen herrschen etwa von 2000 bis 4000 Grad im Innersten des Kerns. Darüber auch nach etwa 2000 Grad. Und ungeheurer Druck herrscht dort unten, nämlich 1,5 bis 3,5 Millionen Atmosphären. Darüber, über den inneren und den äußeren Kern, schließt sich jetzt der Erdmantel an. Und dieser Erdmantel, das kann man sich so vorstellen, das Material ist zähflüssig wie ein zäher Kuchenteig. Und er enthält die verschiedenartigsten Elemente. Doch auch hier herrschen noch Temperaturen bis 2000 Grad. Und auf dieser Schicht schwimmt wie Eisschollen auf dem Wasser die Erdkruste. Und sie nimmt sich ganz bescheiden aus. Sie ist nämlich nur 35 Kilometer dick. Und das ist wahrhaftig nicht viel im Vergleich zum Erdradius. Der beträgt nämlich immerhin 6500 Kilometer. Ja, und im Laufe unserer gesamten Erdgeschichte ist erst dieser kleine Teil hier, das ist dieser als hell zu erkennende Teil hier oben, erstarrt, er ist fest geworden, weil die Erde sich an der Oberfläche abgekühlt hat. Die Erde ist ja immer noch ein ruheloser Planet, das kann man ruhig sagen. Denken Sie nur an Vulkane. Oder Erdbeben. Oder ganz aktuell Erdbeben. Und durch die ständige Bewegung der Erdkruste auf dem Erdmantel, hier, das ist dieser Teil ja hier, kann die Erdkruste sich auffalten oder sie kann zusammenbrechen. Und dadurch kann die flüssige Masse, die nennt man übrigens auch Magma, das haben Sie bestimmt schon mal gehört, kann dieses Magma in höhere und kühlere Schichten der Erdrinde gelangen und dort allmählich abkühlen und erstarren. Und bei diesem Abkühlungsprozess bilden sich, und vor allem da bilden sich schon immer in der Erdgeschichte, die verschiedenartigsten Mineralien und das gibt insgesamt nachher neues Gestein. Ja, willst du es mir nicht inzwischen mal nachmachen und auch ein bisschen Marscherleichterung machen? Sonst versteinere ich auch noch. Ja, ja, meine Damen und Herren, was Wolfgang eben geschildert hat, das ist nun eine Art der Gesteinsbildung. Bei Vulkanausbrüchen ist es im Prinzip aber genauso. Das Magma tritt nur sehr schnell an die Erdoberfläche und erstarrt auch relativ schnell. So, dass das flüssige Material aus dem Erdmantel gar keine richtige Zeit hat, schöne Strukturen zu bilden. Was dann herauskommt, sind Steine, die man wahrlich nicht immer als schön bezeichnen kann. Dies übrigens ist Basalt aus der Vulkaneifel. Ja, eines sollten wir vielleicht schon also als kleine Merkregel im Hinterköpfchen behalten. Minerale werden umso schöner, je mehr Zeit sie haben, um sich zu bilden. Hier, diese Prachtexemplare haben sicher sehr viel Zeit gehabt, um sich zu bilden.
Man kann das wunderbare Innenleben sehen. Sie sehen, überall sind Kristalle gleicher Form herausgewachsen. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Man nennt eine solche geschlossene Form übrigens, ich habe auch einen Deckel dazu, nennt man Geode. Und an Orten, wo man Edelsteine verarbeitet, sind diese Geoden übrigens sehr beliebt als sogenannte Überraschungseier. Man kann sie sich aussuchen, aufschneiden lassen und ist dann wirklich der allererste Mensch, der in diese geheimnisvolle Welt, die unter Umständen vor Millionen Jahren entstanden ist, hineinsehen darf. So, ich bin wieder da. Ja, und wie ich weiß, hast du sicher wieder eine Überraschung für Schlaue? Ja, für ganz Schlaue diesmal. Und zwar kann man vorher schon erahnen, ob man eine Chance hat, dass ein Hohlraum ausgebildet ist mit schönen Kristallen. Und zwar sucht man sich einfach aus der Menge zwei möglichst gleich große Geoden aus und wiegt sie dann in der Hand. Braucht man noch ein bisschen Erfahrung sicher. Noch, das geht relativ schnell. Ich habe schöne Exemplare schon gefunden. Du bist ja auch ein schlaues Führer. Ja. Und entscheidet sich dann natürlich für die leichtere Geode. Mhm. Denn je leichter die Geode ist, desto größer ist nämlich der Hohlraum innen drin und desto größer ist die Chance, dass wunderschöne Kristalle ausgewachsen sind. Übrigens, man kann sich die Bildung der Hohlräume so vorstellen, dass beim Abkühlen der Gase oder Dämpfe, dass sie eingeschlossen wurden und dass dann so Luftblasen entstanden sind, so ähnlich wie beim Brot oder wie hier beim Schweizer Käse. Guten Appetit. Danke. Sag mal, du suchst ja auch immer den besten Teil in der Sendung aus, ne? Das schmeckt doch besser als Edelstein. Lass dir gut schmecken. Ja, meine Damen und Herren, neue Minerale können auch direkt an der Erdoberfläche entstehen. Kannst du mir das mal sagen? Ja, dir muss man alles nachschleppen. Du hast ja gerade gegessen. Mhm. Direkt an der Erdoberfläche entstehen, und zwar durch Verwitterung. Durch Frost oder häufigen Temperaturwechsel werden dann Teile abgesprengt und vom Wind und Wasser abtransportiert. Ich kann Ihnen das einmal zeigen, oder vielleicht gelingt es mir auch mit dem Finger. Sie sehen, wie leicht es ist, hier Gesteinsmaterial abzubrechen. Das würde, wenn da Wasser eindringt und es Frost gibt, genau, von selbst absprengen. Die sogenannte Frostsprengung. Mhm. Und wie gesagt, diese abgebrochenen Teile werden dann durch Wind und Wasser abtransportiert, lagern sich ab und bilden dann im Laufe der Zeit neue Minerale. Aber auch durch chemische Einflüsse, wie etwa durch Sauerstoffeinfluss oder Kohlensäure oder auch durch Wasser selbst, kann das Ursprungsmineral verwittern. Das alles erstreckt sich natürlich, wie Sie sich denken können, über einen langen Zeitraum. Und in der Welt der Steine, wie häufig in der Natur, geht nichts von heute auf morgen. Auch entstehen neue Minerale, wenn Wasser verdunstet, Meerwasser verdunstet. Deshalb hier der bilden Kessel. Sich dann winzig kleine Kristalle, die sich absetzen am Meeresboden. Den Kesselstein, den kennt man, da ärgert man sich drüber. Genau, genau. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was sich auch bei der Verdunstung von Meerwasser abspielt. Übrigens, Korallen sind auch Minerale. Ich habe Ihnen hier mal ein besonders schönes Prachtexemplar mitgebracht. Aber bei der Bildung der Korallen ist jetzt die belebte Natur in Form von Mikroorganismen beteiligt. Soweit, liebe Zuschauer, unser kleiner Ausflug in die geologische Entstehungsgeschichte der Mineralien. Er konnte natürlich, und das war auch gar nicht unsere Absicht, vollständig sein. Denn wie überhaupt in der Natur gibt es auch im Bereich der Minerale eine Vielfalt an Variationen. Ja, ebenso vielfältig sind auch die Größe, die Form und die Farbe der gefundenen oder auch gekauften Steine. Hier vorne habe ich einmal eine Kollektion verschiedener Rohsteine aufgebaut. Ganz hier vorne, das ist Schiefer. Das ist ein selbstgesuchter Stein und dieses hier Quarz, auch selbstgesucht, das ist also wirklich nichts Besonderes, das findet man überall. Dann geht es weiter mit Steinen, die ich in Ida Oberstein gekauft habe. Dies ist rosa Quarz, dies hier ist Moosachat, diese Steine, das ist Amethystquarz, dies ist Aventurin und hier vorne, das ist rosa Botswana Achat. Die Steine sind übrigens gar nicht allzu teuer. Ein Kilogramm, das ist Amethystquarz, kostet etwa 10 Mark. Und obwohl die Steine sicherlich in ihrer Naturform schon schön anzusehen sind, so möchte man sie für Schmuckstücke bearbeiten, sodass der entstehende Glanz, das funkelnde Farbenspiel noch schöner wird. Man möchte eigentlich alles aus ihnen herausholen. Das ist Tigerauge übrigens. Ja, und zu diesem Herausholen, da haben wir uns etwas Einfaches zum Selbstbauen ausgedacht. Das hier, das ist eine Steintrommel à la Hobbitek. Ich will das mal einschalten. So, und das monotone Geräusch, das Sie jetzt hören, das ist unser Arbeitsgeräusch. Das ist das Arbeitsgeräusch unserer Trommel. Denn hierin befinden sich die Rohsteine, die durch die ständige Bewegung sich gegenseitig abschleifen. Denken Sie an die Kieselsteine am Flussufer. Auch sie sind durch die ständige Bewegung rund und oval geschliffen worden. Nur hat dieser Naturvorgang natürlich einige Jahre gedauert
Und so lange wollen wir hier in der Hobbithek nicht warten. Deshalb geben wir außer den Steinen in die Trommel noch Wasser und Schleifpulver hinzu. Hier habe ich einmal verschiedene Schleifpulverarten aufgebaut. Wir beginnen mit dem gröbsten Schleifpulver. Es wird dann immer feiner, bis nachher zu dem sogenannten Tausender Schleifpulver. Damit wird der Poliervorgang gemacht. Und nachdem man 3 Wochen richtig schön mit der Trommel gearbeitet hat, dann sehen die Steine so aus. So, fangen wir einmal mit der Maschine an. Die Trommel hier, die besteht aus einfachem Kunststoffabflussrohr, das man eigentlich in jedem Installationsgeschäft kaufen kann. Und auch diese Deckel, die gibt es dort. Und diese Deckel, die dichten über solche Gummiringe ab, die vorher mit etwas Schmierseife oder mit Vaseline eingefettet werden. Und sie werden dann hier in diese Nut eingesetzt, sodass der Deckel nachher saugend in das Rohr hineingeht. Jetzt müssen wir nur auf der anderen Seite des Rohrs, in dem Deckel, noch eine Entlüftung vorsehen. Denn gegen das Luftpolster im Innern, da kommen wir beim Reindrücken nicht an. Und am besten macht man diese Entlüftung, ich will das mal hier an dieser Trommel zeigen, mit einem alten Fahrradventil, das man aus einem alten Fahrradschlauch einfach herausschrauben kann. Und die Kappe, die habe ich von einem Autoreifen, von einem Schlauch von einem Autoreifen. Wenn man die Trommel jetzt gefüllt hat, so öffnet man diese Kappe, drückt den Deckel drauf und verschließt es dann wasserdicht. So, dann kann es auf die Trommel drauf. Nachher öffnet man es und kann den Deckel jetzt wieder abziehen, weil Luft eindringen kann. Übrigens, wenn das nach ein paar Tagen etwas schwer gehen sollte, dann können Sie diesen Trick machen, wenn Sie eine solche Pumpe haben. Machen Sie einfach den Verschluss drauf und mit ein paar kräftigen Stößen hebt sich dann der Deckel voll automatisch. So, jetzt kommen wir zum Gestell. Das ist vielleicht das Schwerere an unserem Bastelvorschlag, weil die Maschine nämlich für eine Ladung etwa 3 Wochen durchgehend laufen muss, sollte man vor allem darauf achten, dass die Lagerung besonders gut ist. Am besten eignen sich natürlich solche kleinen Kugellager dafür. Und die bekommt man auch ganz billig, die kosten etwa 2 Mark. Die Achsen sind aus massivem Aluminium, das sind Aluminiumstangen, die man auch überall kaufen kann. Ein passender Gummischlauch auf die Achse gezogen, dient als Lagerung für die Trommel und überträgt die Kraft. Zum Antrieb, wer einen alten Scheibenwischermotor zu Hause hat oder ihn auf einem Schrottplatz für wenig Geld besorgt und ein passendes Ladegerät dazu, der hat eigentlich schon gewonnen. Wir haben den Motor hier einmal einfach mit solchen einfachen Winkelstücken anmontiert. Dieses Treibrad hier, was die Kraft auf die Achse überträgt, das eiert zwar ein bisschen, aber das macht nichts. Das haben wir von einem alten Puppenwagen ausgebaut. In der Bastelanleitung werden wir die Maße und weitere Vorschläge ganz ausführlich beschreiben. Sie erhalten die Bastelanleitung kostenlos, das wissen Sie vielleicht schon, wenn Sie uns einen frankierten und an sich selbst adressierten Briefumschlag schicken. Die Adresse, die geben wir später bekannt. So, jetzt zum eigentlichen Schleifvorgang. Das ist im Grunde genommen so einfach, dass man kaum etwas dazu sagen müsste. Die etwa gleich großen Rohsteine, die gibt man nun einfach in die Trommel hinein. Hinein damit. Und zwar so viel, dass etwas bis über die Hälfte mit Steinen bedeckt ist. Na so, das müsste genügen, also etwa bis hierhin. Und dann Wasser drauf. Kommt Wasser dazu. Darf ich dir mal das Wasser reichen? Kannst du das denn? Ja, meinst du das jetzt wieder im übertragenen Komm, Sinn? Oder hinein, wie? Hinein, hinein. Reicht das? Weiter, einen Moment. So. Das Wasser muss so hoch stehen, dass die Steine gerade damit bedeckt sind, also auch etwa bis hierhin. Ich hoffe, dass die Kamera das so sieht. Und dann kommt noch Schleifpulver hinzu. Und zwar beginnen wir natürlich mit dem gröbsten Schleifpulver. Das ist sogenanntes 80er Schleifpulver. Das können Sie sich so vorstellen, dieses Schleifpapier, das kennen Sie sicher, und doch ist das Schleifpulver aufgeklebt, während hier ist es in loser Form vorhanden. Und davon kommt nun bei einem Kilo etwa 70 Gramm dazu. Das sind so 3 Esslöffel voll. Das kann man am besten natürlich mit der Briefwaage abwiegen. Dann kommt der Deckel drauf. So. Und die Entlüftungsschraube wird zugemacht und das Ganze kommt nun auf unser Gestell. Und jetzt läuft die Trommel etwa 5 Tage und die Steine schleifen sich mit dem Pulver gegenseitig ab.
Nach dieser Zeit wäscht man alles sorgsam ab, entfernt das restliche Pulver aus der Trommel und beginnt nun von neuem mit feinerem Pulver. Dann kommt die nächste Stufe, das ist 400er dann, und dann kommt das ganz feine Pulver, das 1000er. Damit werden die Steine poliert. Ja, und Holger, so einfach kommt man dann zu wunderbaren Schmucksteinen. Nun mal nicht so eilig, du Bastler. Kannst du erst mal deine Maschine ausstellen? Mach ich. Du hast nämlich etwas ganz Wichtiges vergessen. Meine Damen und Herren, man kann naturgemäß nicht jeden Stein mit einem anderen zusammen in die Trommel tun. Und das hängt mit der Härte der Steine zusammen. Denn es ist klar, wenn ich harte und weiche Steine, vielleicht Quarz oder Gips, oder ich habe ja Quarz und Schiefer, wenn ich die zusammen 3 Wochen in der Trommel bewege, dann wird von dem weichen Stein nicht mehr viel übrig bleiben. Das heißt, man muss vorher darauf achten, dass alle Steine etwa die gleiche Härte haben. Und das kann man sehr leicht auch als Laie feststellen. Hier haben wir einmal die sogenannte Moos'sche Ritzhärteskala aufgezeichnet. Übrigens, auch die Profis richten sich danach. Hier aufgetragen, einmal, ich werde mal den Meißel zum Zeigen nehmen, von 1 bis 10 die sogenannten Härtegrade, Diamant, man braucht es gar nicht zu betonen, natürlich das härteste Mineral. Und jetzt nimmt die Härte immer laufend ab. Quarz, Apatit, Härtegrad 5, Kalkspat, Gips, Talg. Talg und Gips sind also die weichesten Minerale. Man kann sie sogar mit dem Fingernagel ritzen. Dann gibt es noch andere Prüfmethoden, zum Beispiel mit dem Taschenmesser. Talg bis Feldspat einschließlich lassen sich mit dem Taschenmesser ritzen. Oder Feldspat bis Diamant, damit kann man Fensterglas ritzen. Oder als letztes Beispiel Quarz bis Diamant einschließlich. Wenn ich die gegen Stahl schlage, dann treten also Funken auf. Das ist im Übrigen auch eine Methode, um ein Mineral grob zu bestimmen. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen Stein gefunden haben, möchten Sie natürlich gerne wissen, was ist denn das jetzt? Aber darüber hinaus, über diese Härteprobe, gibt es noch ganz andere Methoden. Etwa man kann die Farbe dazu heranziehen, die Spaltbarkeit oder das spezifische Gewicht, den Glanz, die Lichtdurchlässigkeit. Wie gesagt, eine Vielzahl von chemischen und physikalischen Bestimmungsmethoden. Dazu werden wir Ihnen wie immer Tipps in unserer Bastelanleitung geben. Und natürlich auch die Grafik, die wir eben gesehen haben, wird darin enthalten sein. Ja, Holger, jetzt such dir mal hier einen Stein aus. Das ist das Ergebnis aus meiner letzten Trommelaktion. Und wenn du da sowas deiner Frau mitbringst, dann hängt der Haussegen wieder gerade. Ja, für den Fall des Falles, Wolfgang, würde ich mich jetzt ganz spontan für diesen Stein entscheiden. Ja, den würdest du aber doch sicher nicht so nackt verschenken. Nein, man kann ihn jetzt so befestigen, dass er wirklich gut zur Geltung kommt. Da gibt es so Monturen zu kaufen, etwa so eine Rosche oder ein Armreif. Armbändchen. Armbändchen, hier. Wenn man da die Steine drauf befestigt, dann kommen sie so richtig zur Geltung. Man kann sie wirklich als Schmuck tragen. Und vielleicht kann man das einmal zeigen an diesem Stein, den ich mir jetzt eben ausgewählt habe für meine Frau. Wir sehen hier den Stein und hier jetzt eine Montur. Die brauche ich jetzt einfach nur hier drauf zu stecken. Ja, und dann klebt man sie am besten fest mit einem 2-Komponenten-Kleber. Richtig. Das geht ganz einfach und hält unheimlich fest nachher. Also nicht schrauben, nicht nageln, das geht sicher bei einem Stein nicht. Und dann zieht man einfach einen Lederreif durch die Öse. Oder ein Silberkettchen. Oder ein Silberkettchen, hängt sich das Ganze um den Hals. Und sieht dann sehr schön aus. Und dann hängt der Haussegen wieder gerade. Ja, und auch wir Hobbyisten sind natürlich bemüht, so viel Schönheit aus unseren Steinen herauszuholen. Das heißt, wir wollen auch nicht immer abhängig sein von dieser willkürlichen Form der Steine, sondern möchten sie gerne so bearbeiten, dass wir eigene Formen daraus arbeiten können. Und dafür gibt es Geräte, zum Beispiel hier diese Steinsäge. Das Sägeblatt ist übrigens mit Diamanten besetzt. Man kann etwa Geoden damit aufschneiden, wie wir es schon gesehen haben. Hier drüben habe ich eine Schleif- und Poliermaschine. Wir sehen hier den Schleifstein und hier die Polierscheibe. Beide Geräte zusammen kosten etwa 800 Mark. Ja, Holger, ich finde aber, dass diese Geräte für die Hobbythek-Zuschauer, die gerade mit dem Hobby beginnen wollen, schon etwas zu aufwendig sind. Es geht auch einfacher und ich würde zunächst einmal den Handschliff empfehlen. Das dauert zwar etwas länger, dafür macht es aber auch ungeheuren Spaß. Diesen tollen Stein hier zum Beispiel, den habe ich, noch, das ist etwas schwer, den habe ich an einem verregneten Sonntag selbst geschliffen. Es ist ein Achat mit Einschlüssen, es sind Eisenkristalle. Ja, und die Prozedur ist im Grunde genommen relativ einfach. Zuerst besorgt man sich mal einen Schleifstein, das kann so ein alter Schleifstein sein, den gibt es in verschiedenen Körnungen und auch in verschiedenen Formen, das kann auch eine solche kleine Platte sein. Und dann nimmt man den Rohstein und es geht los, einfach hin und her auf dem Schleifstein. Ich will das mal auf dem kleinen machen. Sie hören, das ist eine andere Körnung. Man schleift so lange, bis die gewünschte Form erreicht ist. Aber Achtung,
Das geht nicht von einer Sekunde auf die andere, das kann einige Stunden dauern. Ja, und jetzt kommt wieder im nächsten Vorgang, wie beim Trommeln auch, die nächst feinere Stufe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu eignet sich einmal wasserfestes Schmirgelpapier oder aber, was noch besser ist, solches Schmirgelgitter. Denn da fällt das, was man abgeschmirgelt hat, richtig schön durch. Mal vormachen. So. Oder aber man kann es auf einer Glasscheibe machen und nimmt dann das Schleifpulver, das kennen Sie ja noch von unserem Trommelvorgang, gibt es drauf und schleift dann mit dem Stein auf der Glasscheibe immer schön hin und her. Ja, und dann, wieder wie beim Trommeln, geht es weiter mit der nächst feineren Stufe, mit 400er Papier oder mit 400er Gitter oder aber mit 400er Pulver auf der Glasscheibe, dann kommt 600er und schließlich kommt wieder das Polierpulver. Wichtig ist es, dass man nach jedem Arbeitswechsel oder nach jedem Arbeitsvorgang Stein, die Unterlage und die Hände ganz peinlich sauber mit Wasser macht, damit vom gröberen Pulver nicht wieder Kratzer beim nächsten Arbeitsvorgang auf den Stein kommen. So, und noch zum Polieren. Das Polieren macht man diesmal auf einem Filzlappen oder man kann auch ein Stück Leder nehmen. Und zwar gibt man da einfach ein paar Tropfen Wasser darauf und nimmt dann wieder das Schmirgelpulver, das Tausender, gibt etwas darauf und macht dann einen dicken Brei davon und poliert dann und poliert so lange, bis sich ein richtig schöner Glanz einstellt. Allerdings sollte man vom Polieren auch nicht zu viel erwarten, denn Kratzer, Vertiefungen, die kann man mit dem Polieren nicht wegbekommen. Die müssen vorher schon richtig schön sauber weggeschliffen sein. Ja, Wolfgang, du hast jetzt einen sehr kleinen Stein in der Hand und ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist doch ziemlich anstrengend, den Stein zu halten und wenn man ziemlich fest draufdrücken muss. Ja, man muss nur die entsprechend feinen Finger haben, so wie ich sie habe. Ja, dann spiel mal nicht einen Helden. Du wolltest aber noch einen Tipp geben, ja, um das einfacher zu machen. Ja, liebe Zuschauer, und ich wollte Ihnen noch ganz kurz erzählen, wie man diese Anspannung der Finger beim Schleifen, wie man die sehr erheblich reduzieren kann. Und man braucht gar nicht viel dazu. Man braucht Siegellack. Den bekommt man in jedem Schreibwarengeschäft zum Beispiel. Man braucht eine Kochplatte. Dann braucht man einen Behälter, wo man den Siegellack drin erwärmen kann. Wir haben hier zufällig das Oberteil einer Schubex-Dose genommen. Wir brauchen natürlich den Stein selbst und der muss vorher ein wenig mit angewärmt werden. Aber sehr vorsichtig, sonst kann es passieren, dass der Stein... Ja, genau. Und wir brauchen schließlich einen Holzstab. Es könnte aber auch ein abgeschliffener oder abgebrochener Bleistift sein. Jetzt tauche ich diesen Holzstab in das flüssige Siegellack, nehme den Stein. Und jetzt kann ich wirklich fest und dauerhaft den Stein mit diesem Holzstab verkitten. Das dauert natürlich etwas, bis es abgekühlt ist. Ich habe das ein wenig pusten. Aber wie gesagt, es dauert eine gewisse Zeit. Aber er hält es schon, siehst du? Ja, aber doch wahrscheinlich noch nicht stark genug. Ich habe das hier mal vorbereitet, hier diesen kleinen Stein, hier mit grünem Siegellack. Es gibt da verschiedene Sorten, auf dem Holz aufmontiert. Und da kann man jetzt richtig schön mit diesem Stein, ich will das mal hier auf der Poliermatte machen, kann man jetzt Formen schleifen, die man sonst mit der Hand nicht hinbekommt. So Cabochons nennt man das ja, für Broschen oder auch für Armbänder. Und das jetzt sollte man natürlich auch dran denken, wie bekommt man den Stein natürlich von diesem Holzstab wieder los, ja, ohne den Stein zu beschädigen. Ja, da gibt es zwei Methoden. Die erste Methode wäre, das Ganze wieder rückwärts zu machen, den Stein mit dem Holz auf der Herdplatte anzuwärmen und das abzuziehen. Ja, oder Schocktherapie, indem man einfach beides in das Tiefgefrierfach eines Kühlschranks legt. Dann kann man es auch voneinander abbrechen. So, liebe Zuschauer, es gibt tausenderlei von Möglichkeiten, die unbelebte Natur der Steine, Kristalle, Fossilien und so weiter belebt zu machen. In einem kurzen Film wollen wir Ihnen einmal diese ganz fantastische Welt vor Augen führen. Legen Sie sich einfach zurück und genießen Sie. Thank you.
Liebe Zuschauer, falls Sie an der ausführlichen Behandlung von Steinen und Edelsteinen interessiert sind, darf ich Sie nochmals auf das Hobbitek-Buch Nummer 2 verweisen. Sie können es im Buchhandel kaufen. Der in der Sendung erwähnte Hobby-Tipp ist nicht mehr lieferbar. Auf Wiederschauen.